ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ganz eine einfache Geschichte. Und für einfache Leute ist es auch bestimmt. Es war ein Abend, so wie heute. Ich bin gesessen am Weg, der nach Bethlehem geht. Der kleinen Stadt, 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Zwei Leute sind vorbeigekommen. Ein Mann und eine Frau. Ma, ich muss mich setzen. Nur einen Augenblick. Geh, wie weit ist denn noch nach Bethlehem? Nicht mehr recht weit. Da drüben, schau. Da sieht man schon die ersten Häuser. Wie weit? 5 Minuten. 5 Minuten? Ja, wieso bist du mit ihr noch unterwegs? Ich meine, die kann ja kaum mehr gehen. Ja, die Volkszählung, weißt du nicht? Ja, freilich, Volkszählung, aber ich denk mir, ein gesundes Kind ist ja da viel wichtiger, als dass dann die Zahl stimmt. Josef, wer ist der Mann? Ich bin ein Hirt, ein Schäfer. Ja, das ist ein ruhiger Beruf. Ich bin Zimmermann. Ist das euer erstes Kind? Ja, Kim, wir messen weiter. Ja, wo wollt ihr übernachten? Irgendwo. Irgendwo? Ja, auf der Straße ist es aber kalt. Nein, es wird sich schon was finden. Boah, wenn's ihr wisst, wer da heute schon alle vorbeigekommen sind. Und dabei ist ja das nur der kleine Weg. Ja, glaubst du an Gott? An Gott? Welche Frage. An Gott? Ja, freilich. Ja, Gott wohnt auch in Bethlehem. Und der hat sicher einen Platz auch für uns frei. Ehrlich gesagt, ich hab sein Hotel noch nie gesehen. Ja, vielleicht warst du noch nie in Bethlehem. Sehr oft. Sehr oft war ich schon dort. Ich kenne die Leute. Habgierig sind sie und hartherzig. Die sehen sofort, dass es bei euch nichts zum Holen gibt. Ich kann euch sagen, wie es euch gehen wird dort. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Zimmer für mich und für meine Frau. Bedauere, besetzt. Ja, aber meiner Frau, der geht's nicht mehr recht gut, wir brauchen. Ja, sehr gern, mein Lieber, wirklich sehr gern, aber wir haben heute geschlossene Gesellschaft. Da ist alles belegt. Ist da ein Zimmer frei? Ein Zimmer? Sie kommen wohl vom Mond. Jetzt reicht's. Na geh, es wird sich doch irgendwas finden. Eine kleine Kammer. Ich mein, es kann ja sein, dass heute Nacht das Kind. Ich mein, wir brauchen ja. Ja, wenn sie es wirklich gar nichts findet. Gleich am Anfang von der Stadt, da ist ein Stall. Die Viecher, die sind jetzt eh draußen am Feld, der ist leer. Und das Stroh ist auch drinnen, ein frisches. Danke. Danke. Die Tür ist eh offen. Es war am gleichen Abend. Ich bin ein bisschen eingeschlafen. Auf einmal weckert mich laute, schnelle Schritt. Nicht so schnell, wenn du so rennst, komm ich nicht mit. Ja, wir sind daheim geblieben, Kleiner. Es waren meine zwei Kollegen. Ich hab's angefahren. Was tut's denn da? Das geht sich doch nicht eichern. Ich schaff einfach allein lassen. Ja, der Kleine, der sollte eh daheim bleiben. Aber ich wollte nicht. Der ist mir einfach nachgelaufen. Ja, und du? Sei nicht besser, bitte, wie du nicht da warst. Halt deinen Mund. Ich erzähl. Als du nicht da warst. Das hab ich ja schon gesagt. Engel sind gekommen. Engel? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede. Boah, der Kleine, der bringt alles durcheinander. Und die Schaf haben ganz leichter die Augen gehabt. Und Kier auch. Ja, was haben denn Schaf mit Engel zu tun? Schluss jetzt. Da zählst du rein noch. Du fang an. Als du nicht da warst und wie es noch geworden ist, haben wir uns dich zum Feuer gelegt. Und ich bin eingeschlafen. Ich auch. Und ich hab geträumt. Ich auch. Aber auf einmal war ich ganz munter. Nicht vom Köten, wie schon oft,
weil es was ganz hell war. Ich wollte den Kleinen aufwecken, aber der war schon froh. Es kniet und ich hab nicht mehr angekniet. Engel sind vor uns gestanden. Ja, wie schauen denn die aus? Ja, ganz hell und voller Licht. Und sie haben den Armen hergekommen und haben gesagt, fürchtet euch nicht. Ja, das haben sie gesagt, fürchtet euch nicht. Wir bringen euch große Freude, haben sie gesagt. Euch ist der Heiland geboren. Ja, das haben sie gesagt, der Heiland ist geboren. Und immer mehr Engel sind sie geworden, immer mehr. Und sie haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Frieden auf Erden? Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Und ich zwar hab's das sicher nicht dran. Nein, und sie haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Nein, wir waren ganz wach. Wir sind aufgestanden und hinterher gelaufen. Und dann ist er so gerannt, dass ich gar nicht mitgekommen bin. Ja, und was wollt ihr jetzt da? Ja, wir wollen nach Bethlehem. Dort soll das Kind sein. Das haben die Engel gesagt. Dürfen wir jetzt gehen? Ja, geht's noch. Mei, jetzt rennen schon wieder so, du! Wo soll das Kind sein? In der Krippe, in einem Stall. Vielleicht in unserem Stall. Es ist keine Stunde vergangen. Vielleicht nur eine Minute. Und den Abend hat die Zeit ihr Grenz verloren. Auf einmal habe ich schon wieder schriert gehört. Es waren drei Männer aus dem Morgenland. Die hat ein Stern hergebracht. Die haben das Kind gesucht, das was die Welt erlösen wird. Vielleicht war da jetzt meine Geschichte vorbei. Ich bin da gesessen und mir denkt, ja, ich gehe wieder zurück zu meinem Schof, weil dort gehöre ich auch hin. Doch, da sind auf einmal schon wieder drei den Weg entlang gekommen. Ganz leicht enthüllt waren sie. Und wer weiß warum? Ich habe mich ein wenig gefürcht von ihr. Darum habe ich mich hinter die Stauner versteckt. Haben wir noch Zeit? Es ist nicht mehr weit zum Stall. Das Kreuz, es ist schwer. Ihr hättet dabei sein sollen. Auf dem Feld. Die Hirten, sie schliefen. Von mir, vom Licht wurden sie wach, der Kleine zuerst. Er schaute mich an, mit Augen wie Bronnen, so groß und tief. Ich sprach, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher Christus ist, der Herr in der Stadt Davids. Ja, und was sagten die Hirten? Nichts, sie hörten den Lobgesang, standen auf und liefen davon auf Bethlehem zu. So einfach hatte ich es nicht. Ich bin seit Wochen unterwegs. Es war schwer genug, die drei zusammen zu bekommen. Könige sind gewöhnt, eigene Wege zu gehen. Aber ich habe es geschafft. Als ich sie glücklich in Jerusalem hatte, sind sie zu dem königlichen Schloss gelaufen. Dort gab es große Aufregung. Dabei hätten sie sich nur an mich zu halten brauchen. Ja, aber nun sind sie da. Das ist gut. Und du, wen hast du mitgebracht? Keiner ist mitgekommen. Keiner. Mein Zeichen will niemand sehen. Sie halten es nur für das Zeichen des Todes. Sie verstehen nicht, dass das Kreuz auch das Zeichen der Auferstehung und der Erlösung der Sünden ist. Vielleicht lernen sie es noch. Kommt, wir müssen weiter. Ja, weiter. Nimm mich mit, ich will dir tragen helfen. Das war meine Geschichte. Eine einfache Geschichte. Und für einfache Leute ist bestimmt. Sie ist noch nicht vorbei. Da ist ein Platz für mich frei. Und für die. Und für die. Unterm Stern, unterm Kreuz, im Licht. Sie passiert immer wieder, die Geschichte. Deinetwegen hat sie kein Ende.